ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und heute dachte ich mal, vlogge ich einfach mal den Tag so ein bisschen mit. Wir gehen nämlich heute shoppen, genau. Ich bin hier übrigens mit Sarah im Auto. Wir steigen gleich aus und dann fahren wir ins Alexa. Genau, das haben sich gerade noch so ein bisschen umentschieden. Wir haben uns gerade noch ein bisschen umentschieden. Ja, auf jeden Fall fahren wir ins Alexa und dann gehen wir da ein bisschen shoppen. Wir gucken mal nach ein paar Sachen und ja, genau. Weil bei Zara gibt es gerade coole Sachen. Jetzt muss ich wieder Werbung wegen Markennennung. Ja, genau. Aber ich nehme euch heute auf jeden Fall ein bisschen mit und dann seht ihr so, wie das abläuft bei uns. Weil ich habe ja schon ganz oft so eine Shopping-Hauls gemacht. Aber niemand hat es wirklich gesehen, wie geht denn Leo überhaupt shoppen? Wie gehen vielleicht Leo und ihre Freundinnen shoppen? Deswegen dachte ich, nehme ich einfach mal mit. Und ja, genau. Ich dachte, das passt. Hi. Bis gleich. Wir haben uns jetzt noch vielleicht lecker was zu essen geholt. Dann ein bisschen Frühstück. Kann nicht schaden. Und außerdem wird mir richtig schlecht, wenn ich nicht zum Frühstück gegessen habe. Und wir brauchen Tower. Genau, Brötchen und Wasser, weil es heute warm wird. Das? Let's go. Wir machen das jetzt hier selbst. Okay. Tomatenstamm. Was hast du hier? Eine doppelte. Wo ist sie? Wer findet die doppelte? Nee, weiter. Gibt's nicht. Super. Es ist ganz schön hell hier, allerdings ist es noch unfassbar leer hier, deswegen ist es ganz gut. Und ja, wir müssen heute auch ein Geschenk für meine Mom kaufen. Ich habe zwar schon sowas gekauft, aber das Video geht am Samstag online. Und Sonntag hat meine Mom Geburtstag am 28. Deswegen muss ich mal ein bisschen gucken, wie wir das Ganze machen. Weil ich kann die Geschenke ja jetzt unmöglich zeigen, wenn ihr das Video seht. Nicht, dass es jemand ihr schickt oder sie es selbst sieht. Aber ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken und dann werde ich euch einfach zeigen, wenn wir in ein paar Läden reingehen. So, wir sind jetzt im Alexa und es ist unfassbar leer. Es ist echt krank leer. Wartet mal. Leer. Und nicht anstehen. Ja, echt. Und wir gehen jetzt als allererstes zu Zara. Genau, zu Zara, denn da haben wir richtig coole Sachen gesehen. Deswegen würde ich sagen, warte kurz, das läuft durch den uns ein Mann. Läuft uns ein Mann um. Ich muss mal aufpassen, dass ich ein bisschen scharf bleibe. Oh, okay oder so. Shoppen mit uns ist schon lustig, ich weiß. Aber wir werden mal so ein bisschen alles hier abchecken. Und jo. Ich glaube, dass es in den Sommerferien hier richtig. Ja, ich glaube, dass es in den Sommerferien richtig voll hier wird. Und bis jetzt geht es ja eigentlich. Also bis jetzt ist hier wirklich fast niemand. Also. Und vor allem Montag um 10. Wir sind einfach so früh auf. Ich war, glaube ich, schon um 8 oder sowas wach. Wo wir gestern um 0.30 Uhr ins Bett gegangen sind, glaube ich, und geschlafen haben. Ja. Aber. Oh, sieht voll cool aus. Yep, aber wir gucken mal, was jetzt hier so abgeht. Und. Mal schauen. Genau. Unsere erste Mission ist Zara. Und ich wundere, ich werde jetzt hier alles als Werbung für. Also Werbung kennzeichnen, weil es sonst ein bisschen problematisch werden kann. Ja, genau. Aber mal gucken, was sie auf jeden Fall für coole Sachen haben. Ich zeige euch da mal. Oh, das sieht auch schon cool aus, was die Person da anhat, oder? Bisschen crazy, aber cool. Let's go. Was ist das denn hier? Das sieht irgendwie. Oh mein Gott, was ist das? Sieht irgendwie schon ein bisschen verrückt und so cool aus. Krass, okay, lass uns erstmal weitergehen. Cool, cool. Ganz viele Sachen und das ist alles noch so leer und so schön aufgeräumt hier bei Zara. Hihi. Gefunden und zwar werden wir das hier anprobieren. Das hier wird Sarah anprobieren. Ich werde dazu noch den Rock anprobieren, weil ich gespannt bin, wie der aussieht. Yep, genau. Passt eigentlich. Ich hänge mal ganz kurz das Oberteil dazu. Ich will mal kurz gucken, wie es aussieht. Eigentlich sieht es ganz cool aus, oder? Ja. Bisschen flauschig, aber cool. Und crazy. Ja, crazy. Ach, das ist übrigens blau, ne? Das sieht man nicht. Das sieht aus wie grau in der Kamera. Und wir haben jetzt übrigens noch die Hose gefunden, die uns eigentlich ganz gut gefällt. So sieht die aus. Finden wir eigentlich ganz schick. Die ist von Zara. Genau, ja, ganz süß aus. Sarah probiert die jetzt gleich mal an. So, das ist das, was ich jetzt anhabe. Und mir ist es ein bisschen zu doll. Also, ich finde, dass es so dick alles aussieht. Also, ich komme voll wie so, keine Ahnung. Aber ansonsten sieht es eigentlich voll süß aus. Also, ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, genau. Aber es ist mir ein bisschen so zu breit alles. Tadadada, wir sind wieder da. Ich habe jetzt diese Hose hier anprobiert. Ich finde, die sieht aus wie so eine Levi's Jeans, weil die hier halt auch dieses komische Ding Starbucks so hat.
Und ja, so sieht die aus. Also ich finde sie eigentlich schick, sie ist bloß ganz schön eng, aber ich glaube, dass ich die trotzdem mitnehme, weil ich glaube, dass die sich noch ein bisschen weitet und ich habe keine weißen Jeans, gar keine. Deswegen, ich finde es eigentlich ganz cool. Das passt ja auch zu dem eigentlich. Könnt ihr bitte mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich finde das so, so süß. Ich finde das so. Wir sind jetzt als nächstes bei H&M. Genau. Und Sarah hat hier schon einen Teil anprobiert. Allerdings ist es eben ein bisschen groß, also Träger hier. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz schick aus. Und ja, wir haben hier noch ein bisschen was zum Anprobieren. Also ich habe mir einfach so eine Shirts hier geholt, weil ich eins davon habe. Und das finde ich ganz cool. Das ist in weiß. Aber jo, dann das Kleid hier. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das mitnehme. Und dann die Sachen. Also alles so ein bisschen so Basic-Shit. Ja, was man halt braucht. Genau, ja. Und jupp, genau. Deswegen ziehen wir die Sachen jetzt mal an und dann zeigen wir euch die. Wir haben jetzt die nächsten Sachen an und ich habe jetzt hier so eins an, also das ist dieses Basic Top und ich finde eigentlich, dass es richtig schick aussieht, also ich muss mit meinem Träger da halt aufpassen. Aber ansonsten, ups, ich habe das jetzt gerade hochgekrempelt, man kann das aber auch so tragen. Also dann ist es halt so ein ganz langes, normales Shirt und Sarah hat das hier. Das sieht eigentlich auch ganz süß aus. Genau. Ich weiß noch nicht, ob in gelb oder in weiß. Aber ich glaube, es wird weiß. Ja. Wir haben die nächsten Sachen an. Ich wundere, ich habe jetzt noch eine Hose drunter. Deswegen sieht es jetzt ein bisschen komisch aus. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig schick. Da kann man eine richtig schöne Jacke, wie Sarah meinte, drunter anziehen. Oder schöne Schuhe einfach. Die so ein bisschen der Eyecatcher sind. Und dann Sarahs Outfit. Ich finde, das sieht voll schick aus. Also manche mögen ja so Leopard oder sowas nicht. Aber die Träger. Ja, genau. Da müssen wir ein bisschen. Ja, ich nähe das immer. Also so mein kleiner Trick. Warte mal kurz. Ich kann das auch mal kurz bei Sarah zeigen. Man nimmt einfach den Träger. Und dann klappt man den sozusagen, wartet mal kurz, so, nehmt ihr halt euch den Träger und klappt den hier sozusagen so rein, dann könnt ihr das richtig gut festnähen. Also das sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das kann man halt auf beiden Seiten machen, dass ihr das halt einfach so reinmacht und dann halt einfach so festnäht. Das mache ich halt bei ganz, ganz vielen meinen Sachen. Und dann ist das hier nicht das Problem. Ja. Ja, ich finde das aber voll cool irgendwie. Das ist ja so ein bisschen basic und jo. Swipe to the next Teil. Okay, ich habe gar keinen Teil mehr, aber Sarah. Nee, ich hab Scheiß. Okay, dann swipen wir jetzt zur Kasse. Genau. So, wir sind jetzt an der Kasse. Wir sind jetzt schon in ganz, ganz vielen Läden und gehen jetzt noch anschließend zu einem Krimskramsladen namens Nanunana. Also, da gibt es halt so, ja, ihr wisst schon, was es da gibt. Genau, so alles Mögliche, was man halt so braucht für zwischendurch mal. Und da muss ich jetzt noch was besorgen, was sehr, sehr wichtig ist für ein sehr cooles Projekt. Werdet ihr dann einfach sehen, ich weiß, ich sag sowas eigentlich nie, irgendein Projekt steht an oder so, aber das ist wirklich ein Projekt. Kann Sarah sogar bejahen. Das wird cool. Deswegen, und hier ist wieder immer noch alles leer. Wir haben jetzt auch schon ein paar Sachen, geholt. Ja, ich musste ja auch noch ein bisschen was für meine Mom holen, deswegen waren wir gerade in einem Laden, den ich euch natürlich nicht gezeigt habe, weil Samstag kommt das Video online, ich kann es nicht schon zeigen. Und yes, genau. Wir sind jetzt bei unserem letzten Laden angekommen und zwar Bershka. Bershka, genau. Und haben jetzt hier auch schon ein paar Sachen, die wir sozusagen anprobiert haben. Also ich habe das hier probiert, das fand ich eigentlich ganz süß. So, scharf stellen. Das hier auch noch, aber das war mir ein bisschen zu groß und das weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so schick, ist zu mir zu basic. Und ja, genau, jetzt werden wir noch Crazy Teller anziehen. Dann das mit unserer Thumbnail. Werdet ihr dann sehen. Also ich bin echt gespannt, wie das gleich aussieht. Ich kann es euch ja zeigen, wenn ich es anhabe. Genau, ja, aber das war jetzt auf jeden Fall unser letzter Laden. Danach gehen wir erstmal was essen. Ich freue mich schon mega, was zu essen. Dann schauen wir uns zu essen. Wir haben eine kleine Ausbeute schon gemacht. Ich kann bloß jetzt nicht runterfilmen, weil da sind auch so ein paar Geschenke und sowas dabei. So, Achtung, wir haben jetzt alles angezogen und ich weiß echt nicht, was ich von meinem halten soll. Also es sieht ein bisschen, naja, ein bisschen komisch aus. Und hier drüben finden Sie, ich habe übrigens das Sarah rausgesucht, ein peinliches Outfit. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall irgendwie lustig. Und damit machen wir jetzt das Thumbnail. So, ich habe mich jetzt entschieden, nichts von Bershka mitzunehmen, aber Sarah nimmt noch ein bisschen was mit. Ja. Und dann gehen wir auf jeden Fall erstmal was essen und dann fahren wir nach Hause mit der Bahn wieder, weil wir, also sie hat nachher noch Training und ich muss nachher noch zu, also was heißt muss, ich freue mich natürlich, dass sie hören kann, zu einer Veranstaltung und da könnt ihr mich aber dann auf Instagram so verfolgen. Also wenn ihr das seht, ist die Veranstaltung eh schon ein paar Tage her. Aber ihr könnt gerne bei mir und bei Sarah bei Instagram vorbeischauen. Sarah heißt @@sammyjoe. Ich blende hier das mal irgendwo ein. Und ich heiße @liobellies. Könnt ihr Liobellies? Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und genau. So, wir sitzen jetzt wieder in der Bahn. Wir haben schon unser Essen aufgegessen. So. Jo, und jetzt fahren wir nach Hause.
jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass uns euer Shopping-Vlog, unser Shopping-Vlog gefallen hat. Genau, und auf jeden Fall, falls euch das gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, dass wir nächstes Mal oder ich nächstes Mal, wenn ich irgendwie irgendwo hinfahre und shoppen gehe, dass ich da auch mal wieder was mitfilme, wenn euch das interessiert. Deswegen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt uns beide auch gerne abonnieren und mich natürlich auf YouTube. Sarah hat kein YouTube. Deswegen, ja, kostenlos abonnieren, die Glocke anschalten und dann bis zum nächsten Mal. Wir haben euch alle ganz doll lieb und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sind jetzt übrigens wieder zu Hause. Tschüss!